Jo Leute, willkommen zurück zu einem erneuten Video. Heute geht es um einen neuen Leak, der sich bezieht auf den Battle Royale Modus im neuen Battlefield, wo uns ja im Jahre 2022 gezeigt und auch spielbar sein wird. Dass das Entwicklerstudio von DICE Multiplayer-Gefechte entwickeln kann und Kampagnen, das wissen wir schon lange und haben sie uns auch öfter schon bewiesen. Aber dass die Multiplayer-Gefechte in einem Battle Royale verwickeln können, das ist schon revolutionär. Mit Battlefield Firestorm haben sie es zum ersten Mal ausprobiert, in einen Battle Royale Markt reinzukommen, einzusteigen und wirklich mit dem Hype mitzuziehen. Firestorm kam damals nicht so gut an, weil es halt auch sehr viele Mechaniken nicht so gut umgesetzt haben, wie zum Beispiel das Looting-System oder auch das Spawn-System. Sehen wir aber mal ab von den Hauptfeatures, war die Karte sehr abwechslungsreich. Es gab unterschiedliche große Höhenebene, unterschiedliche Biome und unterschiedliche Fahrzeuge, die man auch rufen konnte mit Airstrikes oder auch mit Signalpistolen. Das frühzeitige Ende von Battlefield 5 Firestorm lag an der Entscheidung von EA und DICE, das Spiel nicht Free-to-Play rauszuhauen. Aber jetzt, im Jahre 2022 erwartet uns das neue Battlefield Firestorm 2.0. Wie auch immer das nächste Battle Royale im nächsten Battlefield heißen mag, wird Free-to-Play sein. Das wird uns gerade auch hier nochmal angedeutet mit einem neuen Leak. Und zwar sehen wir mal den Leak jetzt hier an. Und zwar behauptet der Leaker, dass er Insider-Informationen bekommen hat von DICE LA-Mitarbeitern, die am Battle Royale-Modus arbeiten. Der neue Battle Royale-Modus wird kostenlos sein und wird ab März 2022 spielbar sein. Tom Ennison hat sich aber ebenfalls zu diesem Leaker bekannt gegeben und hat geschrieben, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass diese Leaks stimmen könnten. Somit ist das wieder hier ein Punkt, wo wir auf jeden Fall mit Vorsicht genießen sollten, was wir hier alles zu hören bekommen. Wie gesagt, Leute, es ist nicht mehr lange hin bis zum offiziellen Ankündigungstrailer zum nächsten Battlefield und wahrscheinlich auch nach dem Trailer werden wir ein kleines Live-Event bekommen von DICE und EA, wo die dann auch mehr Informationen droppen werden zum nächsten Battlefield. Der gleiche Leaker hat auch ebenfalls geleakt, dass es zum Start von Battlefield 6 13 Multiplayer-Karten geben wird, die optimiert sind auf 128 Spieler. Es bleibt weiterhin abzuwarten, was wirklich von den Leaks stimmen wird im fertigen Version des Spiels. Bis dorthin müssen wir uns einfach gedulden und versuchen, nicht alles zu glauben, was wir jetzt auf Twitter oder auf anderen sozialen Netzwerken lesen. Jo Leute, jetzt seid auf dem aktuellsten Stand rund um Battlefield Leaks. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo, wenn du es noch nicht getan hast. Und ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Haut rein. Ciao.